Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Eine herzliche Begrüßung auch von meiner Seite und ich freue mich, dass Sie da sind. Birgit, dir danke ich für die fröhliche Einführung und hoffe, dass damit dann auch alles Wichtige schon gesagt ist. Von meiner Seite her möchte ich noch eins vorweg schicken, das ist so ein bisschen in eigener Sache. Also ich bin jetzt kein besonderer Experte, der jetzt zu diesem Thema, was hier angekündigt ist, belehren könnte oder wollte, sondern ich bin jemand, der sich in den Themenbereich hineingelesen hat, der dann eigene Überlegungen angestellt hat und dann angefangen hat, praktisch mit Umsetzungen zu experimentieren. Und das ist es auch, was ich Ihnen heute zeigen möchte, also die Ergebnisse einiger dieser Experimente. Ja, ich hoffe, dass dann das eine oder andere dabei ist, was für Sie irgendwie interessant oder anregend ist. Ja, dann geht es jetzt auch los. Erstmal zum Ablauf. Die Begrüßung und Vorbereitung ist ja jetzt erledigt. Dann haben wir eine ganz kurze thematische Einführung. Also ich habe hier eindeutig einen sehr praktischen Fokus und das meiste, was Sie sehen und hören werden, sind eben auch die Anwendungsbeispiele. Aber wir können die Theorie auch nicht ganz vernachlässigen. Einfach, wir müssen sie kurz streifen, um festzustellen, worum es hier eigentlich geht. Das wird aber weniger als 5 Minuten in Anspruch nehmen. Ja, und dann kommen wir eben auch schon zu den Anwendungsbeispielen. Wir werden vielleicht ein bisschen auf die Fragen achten, welche Ziele haben wir dabei und welchen Nutzen mag das haben. Auch einfach, wofür kann man es eigentlich benutzen, das, was wir sehen. Ja, dann würden wir die Anwendungsbeispiele einmal praktisch durchspielen. Das heißt also nicht, dass ich Ihnen so wie jetzt nur etwas erzählen würde, sondern das meiste davon werden Sie auch sehen. Eine kleine Illustration, also mehr ist es auch nicht, es ist kein Spiel, sondern nur eine Illustration sehen Sie jetzt hier schon auf der Grafik. Und das ist eben auch aus einer der Folien rausgenommen. Ja, nach den Anwendungsbeispielen wäre dann Zeit für Fragen und ein bisschen Diskussion. Wie Birgit schon sagte, Sie können auch zwischendurch gerne Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich sie dann gleich beantworten kann. Das wird häufig wohl nicht der Fall sein, weil ich erst irgendwas zu Ende bringen müsste. Und ich hoffe, dass Birgit mich dann auch daran erinnert, wenn eine Frage offen war, die sich um den gerade abgehandelten Komplex handelt und dass ich dann nicht gleich weitergehe. Ansonsten haben Sie auf jeden Fall am Ende eben die Gelegenheit, noch Fragen anzubringen, die vielleicht nicht sofort beachtet wurden. Und ich würde Sie bitten, die notfalls aufzuschreiben, damit Sie sie nicht vergessen, damit die dann auf jeden Fall noch drankommen am Ende. Gut. Ja, dann beginnen wir jetzt mit der thematischen Einführung. Gamification, Game-Based Learning, Playfulness oder was eigentlich? Wir haben hier lauter englische Wörter erstmal als Beispiele. Das ist man ja schon von anderen Themen gewohnt. Es gibt tatsächlich manchmal auch deutsche Übersetzungen. Zum Beispiel wird bisweilen von Spielifizierung geredet. Ja, oder von Lernspielen oder was. Das, wofür ich keine richtige deutsche Entsprechung gefunden habe, ist Playfulness. Das ist ohnehin so, dass dieser Begriff auch im deutschsprachigen Raum kaum gebraucht wird. Er wird vor allem in der Psychologie offenbar benutzt für bestimmte Einstellungen zum Leben, zur Arbeit, zu was auch immer. Und ist für uns relevant, weil es auch da eben um eine verspielte Einstellung zu etwas geht, was nicht immer ein Spiel ist. Also zum Leben in irgendeiner Form oder Aspekte des Lebens. Ja, etwas genauer. Beginnen wir mal mit der Gamification. Das ist die Anwendung von Spielprinzipien auf spielfremde Kontexte. Wenn ich als Lehrer also ein bestimmtes Lernziel habe, das an sich spielfremd ist, denn ich möchte ja, dass gelernt wird und nicht, dass gespielt wird, dieses Ziel aber durch eine Stoffaufbereitung zu erreichen versuche, die Spielelemente nutzt, um die Motivation der Lerner zu steigern, ist das eine Form von Gamification, also eben die Anwendung von Spielprinzipien auf spielfremde Kontexte. Das kann sowas wie, eben was Sie hier rechts sehen, eine Bestenliste sein, bei Spielen. Das kann sein, dass irgendwelche Medaillen verteilt werden. Das kennt man vielleicht aus so Computerspielkontexten. Das kann ein Fortschrittsbalken sein, der zeigt, wie weit man schon gekommen ist im Spiel und oder in dem, was eben gemacht wird, im Lernprozess vielleicht auch. Ja, das ist der viel verwendete Begriff Gamification. Der ist im Moment fast in aller Munde. So vor 10 Jahren oder so hat man davon noch kaum geredet und seit etwa 2010 gibt es dazu sehr viele Veröffentlichungen. Ja, der nächste Begriff Game-Based Learning wird verwendet, wenn der gesamte Lernprozess, um den es gerade geht, in ein Spiel verpackt wird. Es ist also wirklich ein Spiel und nicht nur Spielelemente, die auf etwas anderes angewendet werden.
Game-Based Learning wird untersucht im Rahmen der Computerspielpädagogik, die ein Teilbereich der Medienpädagogik ist. Es besteht oft aus den drei Komponenten Lernen, Simulation und Spielspaß, die sich irgendwie mischen und in digitalen Lernspielen manifestieren. Auch diese Grafik, die wir hier unten sehen, ist dann ein Ausschnitt aus dem, was später bei mir in den Anwendungsbeispielen vorkommt. Ja, der Begriff Playfulness, sagte ich schon, ist etwas, was vor allem in der Psychologie Anwendung findet. Und ich finde hier interessanter das untere Zitat. Also wenn Leute in einer verspielten Stimmung sind, meistens weil sie gerade zufrieden, glücklich, ausgeglichen sind, wie auch immer, und eben auch mit anderen Leuten interagieren, dann können sie was auch immer eben auf eine verspielte Weise tun. Das kann selbst die tägliche Arbeit sein, wo dann gescherzt und mit irgendetwas gespielt wird. Und das sagte mir jedenfalls ein Psychologiedozent, das ist ein bisschen auch der Ansatz, den ich tatsächlich hauptsächlich verfolge. Mir geht es also darum, zwar letztendlich auf einen Lernstoff zu kommen, diesen Lernstoff aber eventuell nicht direkt anzugehen, sondern erstmal oberflächlich in irgendetwas Verspieltes zu verpacken, das heißt eine spielerische Herangehensweise zu wählen, die von den meisten Menschen dann leicht akzeptiert wird. Sie lassen sich einfach mal darauf ein, spielen mit, machen dann auch etwas, was gar nicht nach Lernstoff aussieht am Anfang. Und wenn sie dabei sind, kommt man ganz allein in den Lernstoff hinein. Also eine verspielte Herangehensweise an einen eigentlich zu bewältigenden Stoff. Und da wurde mir eben gesagt, das fiele durchaus auch unter Playfulness. Und dann habe ich da eben mal so ein bisschen recherchiert, wie der Begriff belegt ist. Gut, ich würde es eben als Verspieltheit allgemein verstehen. Ja, das war jetzt der Theorieteil und also eigentlich nur Begriffsdefinitionen. Ich möchte aber eben schnell in die Praxis kommen und Ihnen etwas zeigen auch und nicht nur reden. Und im Moment würde ich Sie einmal bitten, bei unserer kleinen Abstimmung hier mitzumachen. Und zwar, ob Sie schon Erfahrungen mit dem Einsatz von spielerischen Elementen in Lehr-Lernkontexten haben. Ja, das fühlt sich schon. Ja, interessant. Also, wir haben im Moment 29 Teilnehmer auf der Liste und die meisten sind jetzt auch schon hier dabei. Gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten jetzt hier angekommen sind mit ihrer Aussage dazu. Also, es gibt wenige Leute, die mit dem Thema noch wenig oder keine Berührung hatten. Relativ viele Leute, die das schon mal versucht haben. Und immerhin auch 5 Leute, die sagen, ja, ich nutze das regelmäßig. Nun ist es natürlich so, es gibt Themen, da weiß man eigentlich schon sehr viel von dem Wichtigen, was es zu wissen gibt. Ich glaube, bei diesem Thema gibt es im Prinzip unendlich viele Ideen, die man dazu entwickeln kann. Vor allem, wenn man eben nicht einfach das theoretisch zu ergründen versucht, sondern wenn man wissen möchte, was funktioniert eigentlich gut, was hilft mir dabei, dass meine Teilnehmer lernen. Und da ist der Fundus an Ideen unbegrenzt. Von daher ist es wahrscheinlich auch nicht zu befürchten, dass ich jetzt nur Dinge erzähle, die schon altbekannt sind. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Das ist für mich sehr interessant, auch um zu wissen, mit wie viel Erfahrung ich es hier schon zu tun habe. Gut, dann kommen wir jetzt gleich zu den Anwendungsbeispielen. Also ich hoffe, dass ich immer daran denke, auf die Frage zu kommen, wie solche Übungen aussehen können. Dazu gebe ich eben Beispiele und da ist eben die Frage, ob das jetzt eine gute Möglichkeit ist, das zu machen, wie ich es gemacht habe, oder ob man es vielleicht auch anders machen könnte, um das noch besser zu erreichen oder so. Und die andere ist eben, wie wirkt das auf die Lerner und Lernerinnen? Das ist jetzt für mich eine besonders wichtige Frage und die Frage würde ich vielleicht auch versuchen, im einen oder anderen Fall mal bei Ihnen zu klären. Ja, dann würden wir jetzt wechseln zur Live-Präsentation. Und diese Live-Präsentation werde ich machen in der Notebook-Software der Firma Smart, die ja diese Smartboards, also interaktive Whiteboards, herstellen. Das ist also so, dass bei uns an der Universität Osnabrück es ein Programm gibt, mehr und mehr Seminarräume mit interaktiven Whiteboards auszustatten.
Da wir zu Beginn schon mehrere Smartboards hatten, haben wir dann gesagt, das sollte einheitlich sein, auch weil man sonst es mit mehreren verschiedenen Software-Typen zu tun hätte, die dann zum Teil extra gelernt werden müssten. Also mit anderen Worten, Sie sehen hier eine bestimmte Whiteboard- oder Tafelsoftware von der Firma Smart. Und ich versuche eben zu zeigen, was man damit so an Spielen realisieren kann. Es wird allerdings auch bei mir so sein, dass ich auf die meisten guten Ideen noch nicht gekommen bin. Gut, dann machen wir jetzt also eine Freigabe meines Bildschirms. Vernehmen wir ein anderes Layout und ich muss jetzt erstmal den richtigen Bildschirm finden. Das dürfte dieser sein. So, und ich glaube, Sie sehen jetzt das Richtige. Ist das so, dass Sie die Notebook-Software sehen mit dem Titel Motivation durch interaktiven Spielcharakter von Übungen? Ich denke ja. Super, danke für die Anmeldung, Rückmeldung meine ich. Ja, dann ist das hier so eine kleine Einführung mit der Whiteboard-Software. Hier ist einfach nochmal das, was ich schon gesagt habe zu den Begriffen Gamification und Game-Based Learning. Das überspringen wir jetzt mal. Und das hier ist eigentlich mehr ein Symbol. Der Regenbogen symbolisiert das Vorgehen. Das heißt, statt die Teilnehmer einer Übung direkt an die inhaltliche Aufgabe heranzuführen, gebe ich eine Spielaufgabe. Und hier wäre, wenn wir das denn machen würden, die Aufgabe, bauen Sie den Regenbogen zusammen. Das könnte man nach Größe tun oder nach dem Farbverlauf. Und das ist jetzt natürlich keine würdige Aufgabe für diesen Kontext. Deshalb sehen wir uns einfach das Ergebnis an. Das sieht so aus. Spielerische Elemente bewegen Lerner dazu, Aufgaben auszuführen, die sie sonst mühsam finden würden. Und das entsteht eben dadurch, dass ich sage, jetzt baut mal ein paar Lego-Klötze zusammen und das Ergebnis ist gewissermaßen dann ein inhaltliches. Das ist einfach mal symbolisch präsentiert, das, was ich zu tun versuche, eben dieses durch ein spielerisches Handeln hineinziehen in den Lernkontext. In der Regel ist das natürlich ein bisschen komplexer, als eben diesen Regenbogen zusammenzubauen. Deshalb könnte es sein, dass ich auch ein paar weitere Dinge brauche dafür, um das durchzuführen. Also zum Beispiel kann man mit Würfeln arbeiten, um bestimmte Effekte zu erzielen. Man kann, wenn man zum Beispiel Bilder und irgendwelche Texte, also Namen zuordnen lässt, kann man einen Textprüfer verwenden, der dann sagt, ja, das ist der richtige Text für dieses Bild oder nein, das ist falsch. Ich könnte eine Stoppuhr verwenden, um die Zeit zu begrenzen oder um spannender zu machen. Und natürlich ist es immer bei einer Klasse oder Seminargruppe die Möglichkeit, Gruppen zu bilden. Und dann gibt es hier ein Hilfsmittel, das ist der Gruppengenerator, der jetzt die vorhandenen Teilnehmer, die in dieser Liste schon waren, einfach mal willkürlich in fünf Gruppen unterteilt hat. Und wenn ich zum Beispiel möchte, dass die Gruppen zufällig dran sind bei einem Spiel, habe ich hier unten noch einen Kreisel, ich drücke da mal drauf und der bestimmt jetzt, dass Gruppe 4 dran ist, zufällig. Ja, das sind so Sachen, die man einsetzen kann und die bei meinen Übungen dann zum Teil auch vorkommen. Ich nenne es jetzt mal Übungen, weil es nicht immer Spiele sind, sondern häufig sind es Übungen, die sich zunächst mal als Spiele tarnen. Ja, ich komme dann zum ersten Beispiel. Das nennt sich hier Philosophien der Menschheit und die Aufgabe ist, setzen Sie jedem Philosophen den ihm zukommenden Denkerhut auf. Das ist die einzige Aufgabe, die ich auch schon einmal in einem anderen Webinar und auch in anderen Kontexten, glaube ich, gezeigt habe. Es könnte sein, dass der eine oder die andere das schon mal gesehen hat. Das ist auch eine ältere Sache, die ist geringfügig zu groß, deshalb werde ich das nochmal anders einstellen. So, die Namen sind jetzt wahrscheinlich für Sie relativ klein. Ich hoffe, Sie können es zumindest lesen. Ja, wenn wir jetzt uns in einer Klassensituation befinden, das ist also für den Präsenzunterricht gemeint, dann würde ich jetzt einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin bitten, nach vorne an die Tafel zu kommen und für uns eben die Aufgabe zu übernehmen, Hüte aufzusetzen. Das ist also etwas ganz Einfaches. Man kann auch sagen, Sie brauchen nichts zu wissen oder zu können. Sie stehen hier nicht irgendwie auf Probe oder so, sondern dran sind alle. Sie machen das Hüte aufsetzen und alle antworten, sodass es dann auch die Interaktion eben im Plenum stattfindet. Und dann würde diese Person jetzt möglicherweise einfach mal zugreifen und den ersten Hut, den blauen, hier unten aufsetzen bei Immanuel Kant. Ich denke also bin ich, da es ist relativ einfach festzustellen, dass das vermutlich nicht der Kant war, der das gesagt hat. Und dann wird auch auf jeden Fall jemand dabei sein, der weiß, von wem das ist. Und dann wird dieser Hut eben im Descartes aufgesetzt. Ja, und dann würde man sich den zweiten Hut greifen. Also, ja, nehmen wir den.
Ja, der passt ja gar nicht hin. Da sieht man schon, das ist ein Zeichen dafür, dass er woanders hin soll. Vielleicht hier. Ich lese auch diesen nochmal vor. In dem Tone, mit dem ein Märtyrer sein Fürwahrhalten der Welt an den Kopf wirft, drückt sich bereits ein so niedriger Grad intellektueller Rechtschaffenheit, eine solche Stumpfheit für die Frage Wahrheit aus, dass man einen Märtyrer nie zu widerlegen braucht. Die Wahrheit ist nichts, was einer hätte und ein anderer nicht hätte. Das ist nun gar nicht so einfach. Es ist auch möglich, dass jetzt keiner dabei ist, der das weiß, aber wenn man sich das genauer anguckt, sieht man, dass da in dem Ton, mit dem der Philosoph spricht, schon so ein paar negative Ausdrücke drin sind. Da ist eine gewisse Wertung drin. Und das ist tatsächlich typisch für Friedrich Nietzsche. Und dann hofft man eben, dass jemand dabei ist, der das auch erkennt. Ansonsten, ja, könnt ihr zum Beispiel sagen, hier sind Schlüsselwörter drin. Da ist das Wort Vernunft drin und das Wort praktisch drin, also Kritik der praktischen Vernunft, das ist Kant. Naja, gut, und so wird das dann früher oder später richtig zugeordnet. Wir wollen das jetzt nicht in ganzer Länge durchführen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass der Herr Hegel schon seinen Hut auf hatte und dass er einen weißen Kasten da hat, in den nichts hineinkommt. Der weiße Kasten ist eine Blende und da ist die Erfolgskontrolle drin. Ich nehme die Blende jetzt mal weg. Und da taucht auf der Satz, das Wahre ist das Ganze. Das ist ein Hegel-Zitat und das ist entstanden, weil wir die anderen Texte korrekt zugeordnet haben. Wenn ich das hier mal bewege, sehen Sie sich, dass auch die anderen Wörter sich mitbewegen. Also nur, wenn ich es richtig zugeordnet habe, wird dieser Satz entstehen. Ja, das ist jetzt natürlich noch kein Philosophieunterricht im eigentlichen Sinne. Das ist jetzt mehr, ja, so, ich würde sagen, ein Teaser, der eben dazu da ist, Leute, die noch nicht so richtig auf Philosophie eingestellt sind, erstmal in das Thema hineinzuziehen und sie praktisch mit den in die Inhalte zu verwickeln, indem sie also feststellen, ob der richtige Kasten ausgewählt und damit der richtige Hut aufgesetzt wurde, sich dann aber mit dem Text befassen müssen, um da diese Zuordnung hinzukriegen. Rainer, Ja, das ist das gleiche. Ja. es ist eine Frage im Chat. Das sind Funktionen des Smartboards. Denn das ist ja. Ja, das ist, also ich habe ja jetzt kein Smartboard selbst, sondern ich benutze die Software des Smartboards auf meinem Rechner in meinem Büro. Es ist also die Smart Software, mit der man so etwas durchführen kann. Es ist so, dass also jedes Board mit einer zugehörigen Software geliefert wird. Die ist dann immer eine andere, je nachdem, von welchem Hersteller man das Board kauft. Die macht natürlich immer ähnliche Dinge. Aber das Problem dabei ist, wenn man mit einer Software sich auskennt und das gelernt hat, wie man gut damit umgehen kann, dann ist man ja vor einem anderen Board, auf dem eine andere Software läuft, leider immer noch nicht richtig handlungsfähig, sondern da muss man wieder lernen, wo ist denn das alles jetzt, was ich schon kenne? Gibt es diese Funktion überhaupt? Und da ist dann neue Anpassungsarbeit zu leisten. Das ist auch nicht ganz einfach, sich von einem Board auf ein anderes einzustellen. So gesehen, es ist eine besondere Software, mit der ich das jetzt mache. Es ist aber schon so, dass Sie das auch in verschiedenen anderen Tools machen könnten. Aber Kreisel, Würfel, Gruppeneinteilung, das war auch alles vom Smartboard, ne? Sehe Das ich ist doch. Teil dieser Software, ganz genau. Hier gibt es also eine Galerie. Das sind also mitgelieferte Elemente, die mit der Software zusammen auf der Festplatte installiert werden. Und das kann ich hier oben also irgendwas eingeben. Was weiß ich, versuchen wir es mal mit Kamel. Ups, nee, das ist natürlich der ganze Text. So, und dann gibt es fünf Bilder angeblich und da sind dann so ein paar Kamele drin und die könnte ich jetzt also gleich hier rausziehen und dahin und dann irgendwas damit tun. Sie werden später zum Beispiel noch ein Memory-Spiel sehen, wo ich zum Beispiel solche Bilder dann genutzt habe, um damit ein Memory-Spiel zu bauen. Gut, so viel zu der Frage. Kommen wir mal zum Tafelbild zurück. Ja, ich würde jetzt zur nächsten Übung übergehen. Gerade nochmal in den Chat, ob ich noch irgendwas beachten muss. Ja, zu der Sache mit den Gruppen kommen wir auch noch. Das hier ist etwas, was ich eher im Plenum machen würde, aber da kann man natürlich auch andere Ideen haben. Gut, ich komme jetzt zur zweiten Übung. Das ist etwas, was ich mal auf einer Tagung in Göttingen vorgestellt habe. Da habe ich den Leuten also klar gesagt, dass ich versuche, sie in ein Thema hineinzuziehen. Ich habe dann als erstes gefragt, ob sie einen Vortrag über die Malerei des Mittelalters möchten. Da war die Resonanz, also das Interesse eher verhalten oder nicht so groß. Und ich habe dann gesagt, na gut, dann machen wir es eben als Spiel. Und ja, dann haben wir mal so angefangen. Hier ist jetzt ein Bild aus dem Mittelalter, die eins sagt, wo ich den ersten Teil des Bildes öffnen soll. Und nun machen wir das mal.
Jetzt könnte ich natürlich im Vorhinein fragen, was denken Sie, was da zu sehen sein wird? Ich öffne das einfach mal und wir sehen eine Königin. Ja, und jetzt wäre meine Frage an Sie, was denken Sie denn, was links von der Königin sein könnte? Und das können Sie Sie, können gerne mal was in den, genau, können Sie ja, gerne in in den den Chat Chat schreiben. schreiben. Ja, es kommen gleich mehrere Sachen. Zweimal der König bisher. Gut, das ist auch das, was dort auf der Tagung zuerst gesagt wurde. Das ist natürlich ein naheliegender Gedanke. Nun ist es allerdings so, dass im Mittelalter ja das Menschenbild wohl dazu geneigt hätte, eher den König ins Zentrum des Bildes zu setzen und die Frau dann irgendwie links daneben oder so. Und entsprechend ist es hier also nicht der König, der jetzt an der Seite ist, sondern was könnte es sonst sein? Die Bediensteten, die sie ankleiden. Genau, das wären dann also die Adligen, die ihr helfen und sie eben auch ankleiden. Und so ist es auch. Der Hofstaat ist da, um sie bei der Regierung zu unterstützen. Was könnte denn über ihr sein? Gott oder Maria? Ja, das ist völlig richtig. Über ihr ist der liebe Gott. Und vom lieben Gott sehen wir eine rote Linie auf sie herunter. Das heißt, Gott hat ihr die Autorität verliehen, jetzt das Reich zu regieren. Wer wird ihr dabei helfen beim Regieren? Wer wird ihr dabei helfen? Das sind die Aristokraten. Und dem Gott helfen auch Leute dabei, sein System am Laufen zu halten. Und das sind die Engel. Und hier im Hintergrund sehen wir noch die Türme der Stadt, die also jetzt das Reich repräsentieren, was die Stellvertreterin Gottes auf Erden, die Königin, eben regiert. Interessen und seine, was auch immer, unterstreichen seinen Status. Und wenn wir hier jetzt weitermachen, dann sehen wir da ein paar altertümliche Pantoffeln. Das ist auch etwas, was auf einem mittelalterlichen Bild kaum je Platz gehabt hätte. Und hier haben wir noch den Saum eines Kleides, das heißt, die Personen sehen wir noch nicht. In der Mitte sind dann Utensilien aus einem persönlichen Zimmer, also aus einem Wohnzimmer möglicherweise. Und hier sind jetzt auch die Herrschaften selbst. Das ist ein Kaufmann und seine junge Frau, die er gerade geheiratet hat. Das ist also eine private Szene. Und schon das unterscheidet die Renaissance eben vom Mittelalter. Im Mittelalter ging es eben zum Beispiel um den Regenten und die Regierung des Reiches und nicht darum, irgendwelche Privatleute in ihrem Kontext mit ihrem persönlichen Hab und Gut zu zeigen oder mit ihren Pantoffeln eben. Ja, sehen wir uns ein weiteres Bild aus der Renaissance an. Ich mache hier mal wieder an der Stelle auf. Wir sehen eine Hand. Was könnte das sein? Möchte dazu jemand kurz eine Idee zum Besten geben? Ein Künstler, eine sehr gute Idee. Also, es ist eine Person, es wird ein Porträt und wir sehen in der Tat einen Künstler. Wir sehen nämlich Albrecht Dürer auf einem Selbstporträt. Richtig, Norbert Kleinefeld hat schon gesagt, es ist ein Selbstporträt und das ist zum Beispiel etwas, was Sie im Mittelalter auch kaum finden werden. Die Person des Malers war weithin irrelevant, denn sie sollte ja das große Ganze der Weltordnung darstellen, wie wir eben in dem einen Beispiel gesehen haben, und nicht sich selbst. Der Maler hat auf dem Bild nichts zu suchen in der mittelalterlichen Sicht. Ja, vergleichen Sie es mit dem mittelalterlichen Bild, haben wir gerade gemacht. Und da hat also die Renaissance ein zweites Neues gebracht und ein drittes Neues, was die Renaissance gebracht hat, sehen wir hier. Da können Sie jetzt schon sagen, wahrscheinlich, was das ist. Und solange Sie das eintippen, versuche ich mal, das zusammenzubauen. Hier lautet die Aufgabe also, puzzeln Sie ein bisschen. Das mache ich jetzt mal für Sie, damit Sie genauer sehen, was das ist. Ja, das ist wie ein Blick aus unserem heimischen Fenster, eine Landschaft. Und auch das gab es im Mittelalter in dieser Form eigentlich nicht. Eine Landschaft für sich genommen wäre uninteressant ohne den Kontext eben der menschlichen Welt, der sie bevölkert und regiert und bewohnt. Ja. Also, wir haben uns jetzt vier Bilder angeguckt, ein typisches mittelalterliches Bild, das so ein bisschen allegorisch ist, und dann drei verschiedene Motive aus der Renaissance. Und wir haben tatsächlich jetzt sehen können, dass da ganz neue Motive aufgetaucht sind, die auch etwas mit der Wahrnehmung der Welt und der Einschätzung, was wichtig genug ist, um es darzustellen und zu zeigen, zu tun hat. Wir kommen jetzt noch einmal zu einer Gesamtauswertung, eine kleine Zuordnungsübung.
Also das hier war der Ingeborg-Psalter. Den tun wir jetzt mal in seinen Rahmen. Das war die Arnolfini-Hochzeit von Jan van Eyck. Das ist das Selbstporträt von Dürer. Und hier haben wir die Donaulandschaft mit Schloss. Gut, und Sie sehen eben an den Jahreszeiten der Ingeborg-Psalter im Hochmittelalter und die anderen Sachen kamen dann so nach und nach mit Beginn und ja, weiterem Verlauf der Renaissance. Und um das auch noch ein bisschen zu fixieren, was man hier gelernt haben könnte, haben wir hier dann noch einmal ein paar Kästen, die jetzt, also die Themen würden wir da reinschreiben, was wir gesehen haben, die Motive und der Maler. Und bei der mittelalterlichen Maler müssen wir dann eben reinschreiben, unbekannt. Und in den anderen Fällen ist jeweils bekannt, wer das gemacht hat. Der Maler als Künstler trat also jetzt als eigenes Subjekt hervor. Okay, gut. Jetzt habe ich also versucht, Sie hier in das Thema hineinzuziehen und ich hoffe, dass auch tatsächlich ein bisschen was so von der Veränderung der Mentalität der historischen wahrnehmbar geworden ist. Und das ist so ein bisschen das Projekt, was ich habe. Also ich habe immer eine Idee, was ich vielleicht zeigen, vermitteln oder auch abfragen möchte, wenn es schon vorgekommen ist im Unterricht. Und ich sage den Leuten, lasst uns was spielen. Und jetzt hätten wir am Ende dieser ersten Präsentation, wo wir angekommen sind, eine weitere Frage an Sie. Nämlich, da kommt sie, wirkt eine spielerische Herangehensweise an einen Stoff für Sie persönlich motivierend? Und da gibt es dann verschiedene Stufen des Ja und des Nein. Sie müssen das jetzt nicht genau auf die Dinge münzen, die ich gezeigt habe, sondern Sie können auch an das denken, was Sie selbst gemacht haben oder was Sie als Teilnehmer von Veranstaltungen erlebt haben oder was Sie sonst irgendwo gesehen haben. Ja, das Feedback bei 22. Ich glaube, ein bisschen würde ich noch warten. Gut, wir haben im Moment 23 Stimmabgaben. Ich werde jetzt einfach mal, um es abzukürzen, so tun, als wären das alle. Wir haben 11 Stimmen, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr positiv. Wir haben, ja, das ist zumindest interessanter als ein Vortrag dreimal und nicht unbedingt. Das hängt eher von der Umsetzung ab. Wir haben niemanden bisher, der hier gesagt hätte oder Sie, nein, das ist nicht gut für mich oder ich mag gar keine Spielereien. Letzteres ist jetzt doch einmal angekommen. Das finde ich sehr interessant, weil genau darum geht es ja hier, um Spielereien. Ja, ich hoffe, dass es dann trotzdem interessant ist. Es schwankt zwischen 1 und 0 an der Stelle. Gut, also vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist sehr interessant für mich und es zeigt, dass also zumindest hier viele Teilnehmende dabei sind, die ja, das eine ganz gute Herangehensweise finden. Und andere, die eben sagen würden, ja, aber ich will eine gute Umsetzung und das versuchen wir ja zu lernen. Gut, ich würde dann sagen, das sind genug Stimmen und wir würden dann wieder zur nächsten Präsentation kommen. Und diese Präsentation ist ein Quizspiel. Das ist ja das, was Sie wahrscheinlich ohnehin schon erwartet haben. Auch Quizzes und Lernquizzes sind ja im Moment recht in Mode. Bei diesem Spiel ist es wiederum so, dass wir auf der Tafel etwas verschieben. Wir brauchen uns die Regeln jetzt nicht komplett durchzulesen. Wir können das auch einfach mit dem Beispiel unten uns angucken. Es läuft also darauf hinaus, dass in der Regel 5 Bilder zu sehen sind in irgendeiner Form und dass Sie diesen Bildern eben den entsprechenden Namen oder Inhalt zuordnen müssen. Und das würde bedeuten, dass ich jetzt, wenn ich das blaue Feld erkannt habe, das Blau in das Textfeld hineinziehe. Das mache ich jetzt mal. Da passiert natürlich nichts, weil es nur ein Beispiel ist. Und wenn ich jetzt unter dem Rot das Lila da rein tue, dann würde dieser Textprüfer sagen, nein, das ist falsch. Wir bekommen ein rotes Kreuz. Und hier bei dem Blauen würde ich einen richtig bekommen. Das ist ein grüner Haken. Check. Gut, das lässt sich machen einerseits mit Einzelpersonen oder auch mit Gruppen. Und es gibt immer eine Stoppuhr. Innerhalb von 30 Sekunden sollen alle Elemente zugeordnet sein. Die einzige wichtige Regel ist, wenn ich einmal einen Text in ein Textfeld hineingelegt habe, darf ich es nicht wieder herausnehmen. Technisch gesehen ist das möglich. Das kann ich auch nicht verhindern in dieser Präsentation. Es ist aber nicht erlaubt. Und wenn jemand das tun will, würde ich versuchen, ihn davon abzuhalten. Okay.
Was man sehr wohl dürfte, ist, wenn man hier lila unter das rote gemacht hat und bemerkt, dass es falsch ist, sich überlegen, was ist dann die richtige, und dann dürfte man das rote noch da drüber legen. Das lila kriegt man aber nicht wieder, da geht also auf jeden Fall ein Punkt verloren. 0 bis 5 Punkte sind natürlich möglich. Und jetzt geht's gleich los, noch kurz. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel das in Gruppen machen würden, das ist bei einer Klassengröße von 15, 20, 30 oder noch mehr Leuten sicherlich ganz vernünftig, das in Gruppen einzuteilen, unter Umständen jedenfalls, je nachdem, was man erreichen will. Würden wir also wieder die Gruppe zuordnen lassen und könnten dann bestimmen, welche Gruppe beginnen soll. Man kann das natürlich auch gezielt machen, das heißt ohne zufällige Auswahl. Hier hätten wir jetzt das erste Bild, das ist noch verdeckt, so wie man beim Overhead-Projektor früher ein Blatt drüber legte. Und zwar deshalb, wenn wir eine Gruppe hätten, dann dürfte die Gruppe jetzt innerhalb bestimmen, wer ist denn der Experte für dieses Thema, was hier jetzt angezeigt wird, Gemälde. Und also Sie kennen das vielleicht, wenn es um Fußballfragen geht, im Fernsehen oder so, da wird immer sofort auf den einen gezeigt. Hier der Felix, der weiß bei Fußball gut Bescheid, und der wird dann als Experte gewählt und dann ins Rennen geschickt. Und nachdem das passiert ist, würden wir das aufdecken. Dann würden die Gruppe, die dran ist, oder auch die Einzelpersonen eben sich orientieren dürfen, was hier los ist. Und dann würden wir die Zeit starten. Und jetzt hätte derjenige eben die Aufgabe. Sie können ja mal sagen, was ist denn das ganz links? Von wem ist denn das Gemälde? Wir werden das in der Zeit natürlich nicht schaffen, wenn wir das über den Chat machen. Ich will es auch nicht komplett durchführen. Aber dass Sie einfach mal, das ist Dali, sagt jemand. Das probieren wir natürlich aus. Und tatsächlich, es ist Dali. Und das zweite, von wem ist das? Das ist Rubens, sagt jemand. Sehr schön. Gut, das stimmt. Jetzt machen wir aber auch mal einen Fehler. Wir sagen mal, das dritte ist Picasso. Oh nein, das wird nicht akzeptiert. Jetzt ist auch noch die Zeit um. Wenn wir das ernst nehmen mit der Zeit, hätte ich jetzt nur 2 von 5 Punkten erreicht. Das können wir natürlich besser, deshalb sehen wir uns nochmal das nächste Thema an. Architektur, woher stammt der Baustil? Jetzt würde wieder der Experte in der Gruppe für Architektur oder Baustile gesucht und los geht's. Jetzt dürfen Sie nochmal sagen, was ist das ganz links? Also, als erstes wird zweimal Maya gesagt. Das probieren wir aus. Das ist leider falsch. Hat jemand eine bessere da? Sie haben eine andere Idee. Khmer, und das ist richtig. Okay, ich mache den Rest jetzt mal alleine, um es abzukürzen, auch wenn Sie vielleicht in Spiellaune sind. Gut, hier hätten wir jetzt 4 Punkte erzielt. Das wäre wahrscheinlich jetzt eine andere Gruppe gewesen. Und so geht das jetzt weiter. Geografie, wo liegt der See? Und jetzt müssen wir hier sehen. Was weiß ich, der Gardasee wird meistens als erstes genommen, weil der in Europa ist, und der Eriesee wird oft auch erkannt als ein nordamerikanischer See. Der Baikalsee, okay, und jetzt machen wir wieder was falsch. Der Viktoriasee ist nicht in Lateinamerika. Okay, gut, Sie sehen jetzt schon, worauf das hinausläuft. Wir machen das jetzt nicht weiter. Und Sie sehen auch, es sind lauter verschiedene Themen. Irgendwann kommen hier Sachen wie astronomische Phänomene oder. Wie heißt das Raubtier? Okay. Das möchte ich Ihnen nochmal zeigen, weil das eben sowohl ein Schul- als auch ein Studienfach sein kann. Grundsätzlich ist das auf diesem Niveau natürlich eher für Schüler geeignet oder zur Abfrage der Allgemeinbildung. Es ist ohnehin nicht so, dass diese Übung jetzt so durchgeführt werden würde, sondern wenn man dieses Spielprinzip wählen würde, um damit Unterricht durchzuführen, dann würde man das sicherlich eher innerhalb seines eigenen Faches tun. Das heißt, ich würde sagen, ich mache innerhalb der Biologie ein Quiz und alle Fragen, die es gibt, sind zu Teilbereichen der Biologie und nicht alles verschiedene Sachen. Das ist zumindest das, wie ich es machen würde. Da kann man natürlich auch andere Meinungen drüber haben. Gut, es gibt ja also 15 Themen insgesamt, die ich beispielhaft durchgeführt habe. Eins zeige ich Ihnen noch und dann machen wir hier Schluss. So, Literatur, von wem stammt der Roman? Und dann müssten Sie eben erkennen, welcher Roman zu welchem Dichter gehört. Da ist tatsächlich auch kaum, in der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, immer neue Themen zu finden. Aber wie gesagt, wenn ich es ernst meinen würde, würde ich es nicht mit lauter verschiedenen Themen machen. Am Ende, je nachdem, ob man mit Einzelspielern oder mit Gruppen das gemacht hat, könnte man jetzt die Ergebnisse darstellen. Auf viele Leute wirkt das motivierend, sich als Gruppe zum Beispiel mit einer anderen Gruppe zu messen. Allerdings gibt es nicht umsonst auch eine gewisse Kritik an diesem Element der Gamification. Denn das, was für die Gruppe C zum Beispiel motivierend ist, als Erster mit 23 Punkten daraus zu gehen, ist für die Gruppe D vielleicht eher demotivierend. Oh Mist, wir sind Letzter. Deshalb sollte man sich überlegen, ob man das so machen möchte oder ob man vielleicht Leute dabei hat, die dadurch entmutigt werden könnten. Ja, das wäre das Quiz, also als
Eine weitere Möglichkeit, spielerisch an Inhalte ranzugehen, das eignet sich zum Beispiel meiner Ansicht nach auch, um bereits gelernten Stoff nochmal zu wiederholen, durchzunehmen und auch zu sehen, ob es angekommen ist oder nicht. Dann kommen wir zur nächsten Übung. Es sei denn, es würden jetzt direkt noch Fragen kommen. Ich würde an dieser Stelle oder sagen wir nach jeder Übung vielleicht ein oder zwei Fragen dran nehmen, die nicht so lange dauern, würde insgesamt aber es vorziehen, dass wir die meisten Fragen vielleicht auch am Ende dann, dass Sie sich die merken oder aufschreiben und am Ende dazu kommen. So, das zweite ist ein Memory-Spiel als Übungsaufgabe. Das ist natürlich eher eine Kleinigkeit. Ich gehe jetzt hier direkt mal rein. Ein Memory-Spiel zu bauen ist ganz einfach in dieser Software. Man macht eine Tabelle, stellt zwei, drei Dinge ein, zieht da ein paar Bilder rein und los geht's. Und wie beim Memory üblich, würde man einfach mal zufällig drauf losgehen, wenn also klar ist, wer jetzt dran ist. Also hier habe ich zum Beispiel zwei Gruppen vorgesehen. Die Gruppe drückt drauf. Das Thema ist wieder Gemälde und Maler, also Kunst. Und wir haben jetzt zufällig, oder nicht ganz zufällig im Moment, Pablo Picasso erwischt. Und jetzt drücken wir mal noch wohin und bekommen die Mona Lisa. Das gehört zwar beides zum Thema Kunst, aber offensichtlich nicht richtig. Das heißt, wir würden das jetzt wieder schließen. Und irgendwann würde einer hier drauf drücken und denken, Moment, das ist doch der Picasso, wo war denn der jetzt? Und genauso funktioniert ja das Memory-Spiel und eines Tages würde jemand dieses Paar finden. Es ist also immer ein Maler, mehrere Maler, noch mehr Maler und eben Gemälde. Ja, die man dann auf diese Weise zusammenbringt als Paare. Und wir hatten jetzt also Picasso gefunden. Dann würde ich das Gemälde da rausziehen und den Herrn Picasso rausziehen. Würde die in einer Gruppe vereinigen und würde die kleiner ziehen. So, und jetzt können wir das praktisch als Paar dieser Gruppe übergeben. Die wären natürlich geschlossen. Und da, wo ein Paar gefunden werden, bleiben die Räume offen, wie das auch beim Memory so ist. Das gibt es jetzt auch mit verschiedenen Themen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Naturwissenschaften. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt. Na ja, gut, da haben wir jetzt zum Beispiel schon den Heisenberg und die Quantenmechanik zusammengebracht. Also Sie sehen, das läuft dann im Prinzip genauso. Ordnen Sie der Person Ihre Entdeckung zu und da würden wir dann auch die Dinge rausziehen und so weiter. Das gleiche nochmal mit Zoologie, Vögel. Das ist offensichtlich kein Rotkehlchen. Jetzt müssten wir also wieder das Rotkehlchen suchen. Das finden wir da vielleicht oder die Stockente da. Ja, gut. Jetzt wäre die Frage, wozu kann man denn das gebrauchen? Also hier in Osnabrück gibt es zum Beispiel ein Fach im Fachbereich 8, das heißt Gesundheitswissenschaft. Und dort habe ich zum Beispiel mal vorgeschlagen, wenn Sie mit Memory etwas machen wollen, nehmen Sie doch einfach mal Schädlinge oder Parasiten und dazu die Krankheiten, die diese Tiere auslösen. Also zum Beispiel eine Zecke und die Borreliose oder eine Stechmücke und die Malaria oder keine Ahnung, was da jetzt noch alles gemacht werden könnte. Und so kann man sich eben auch für verschiedene Fächer alle möglichen Paare aussuchen. Das ist also schlichtweg eine Zuordnungsübung, auch mit der man sehen kann, ob die Leute den Stoff beherrschen oder nicht. Und eben verpackt in ein Spiel, mit dem man die Leute eben an die Tafel kriegt. Das wäre hier dann auch schon alles. Ja, das nächste ist ein Geschichtenkonfigurator. Das ist vermutlich eher in der Grundschule anzusiedeln, wo es also darum geht, in Deutsch jetzt die Technik des Geschichtenerzählens zu lernen. Viele von diesen Materialien, die ich Ihnen zeige, sind in der vorliegenden Form wahrscheinlich eher für die Schule geeignet. Nun ist es aber so, dass wir hier in Osnabrück auch einen Schwerpunkt in der Lehrerbildung haben, also Lehrerausbildung. Und da interessieren sich dann auch Studierende manchmal dafür, nicht unter dem Aspekt, möchte ich so unterrichtet werden in meinem Seminar, sondern kann ich das vielleicht für die Schulpraxis gebrauchen. Ja, hier ist es so, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, mit Blick auf die Uhr, dass man gleich, im Grunde kann ich Ihnen das auch direkt zeigen. Also das Ding sieht so aus. Es wird zufällig oder auch absichtlich gewählt, eine Hauptfigur gewählt. Zum Beispiel drücke ich jetzt mal hier drauf. Hier haben wir also einen Skater, der gerät in einen Konflikt mit einer anderen Person, die wir den Gegenspieler nennen. Dann nehmen wir jetzt mal diese Dame hier. Jetzt könnte man sich natürlich selbst einen Konflikt überlegen oder man könnte auch ein Problem auswürfeln lassen. Ich drücke da mal drauf. Schuldgefühle. Da müssen wir uns schon was einfallen lassen, was passiert ist und weshalb der neidisch, einsam. Gut, das passt jetzt vielleicht nicht immer zu allen, aber man könnte auch den Weg wählen, einfach das alles aufzumachen und dann die Leute
wählen zu lassen, worüber sie eine Geschichte schreiben würden. Manche Dinge bieten sich offensichtlich an, zum Beispiel die Katze und die Maus, oder auch der Polizist und der Skater. Ja, und dann ist es natürlich so, dass die Geschichte irgendeine Wendung nehmen muss, die dann auch das Problem löst oder jedenfalls zum Ende. Und das könnte sein, dass die Hauptfigur eine gute Idee bekommt oder einen Unfall erleidet, der etwas verändert. Manchmal kommt das Gleiche nochmal. Ein Glücksfall könnte eintreten. Das sind Dinge, die man natürlich nicht so machen muss, sondern kann man zum Beispiel als Hilfestellung nehmen oder auch in eine bestimmte Richtung zu denken, kann es auch schwieriger machen. Wie gesagt, eher für den Unterricht geeignet und dasselbe könnte man natürlich jetzt auch auf Englisch durchführen oder in noch einer anderen Sprache. Gut. Das ist also das dritte Beispiel, was ich Ihnen zeigen würde. Wozu man es benutzen kann, hatte ich schon etwas zu gesagt. Zum Glück wird die Schuldirektorin vom Wolf gefressen, sehe ich gerade. Ja, Peter England ist ein sehr eifriger Teilnehmer, der hier immer neue Ideen entwickelt. Und wir wissen jetzt schon, dass es sich um eine Schuldirektorin handelt. Ja, das kann ich mir zumindest vorstellen. Gut, auch hier würde ich jetzt rausgehen und noch schnell die letzte Übung Ihnen zeigen und dann bin ich auch gleich am Ende angelangt und wir würden zu den Fragen kommen. Das Ding heißt, entscheiden Sie, das geht so ein bisschen in Richtung fallbasiertes Lernen oder auch Spielen. Das hat Knöpfe, mit denen ich die Simulation steuern kann. Die sind immer so ein bisschen farblich zu erkennen. Hier wird jetzt gesagt, also wir nehmen die Rolle eines praktischen Arztes, der einen Patienten mit akuten Beschwerden diagnostizieren und behandeln soll. Wir bekommen also ein paar Informationen. In der Realität hätte man sicherlich mehr als die Sie gleich bekommen und müssen dann uns eine Diagnose erstmal überlegen und dann eben auch über die Behandlung nachdenken. Ich bekomme immer ein paar Optionen. Los geht's. Also, unser Patient war auf dem Weg zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch, als er plötzlich Schmerzen im Oberkörper bekam, welche in die Schultern ausstrahlen. Er hat Schweiß auf der Stirn und er berichtet, dass er seit Beginn der Symptome einmal erbrochen hat. Jetzt können wir als erstes sagen, nun gut, der gute Mann war auf dem Weg zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch und ist sicherlich dann sehr nervös. Ich tippe mal auf psychosomatische Beschwerden. Und da bekommen wir jetzt eine Auswahl. Ich kläre ihn darüber auf, was Psychosomatik ist und dass er sich am besten einfach keine Sorgen machen soll. Ich pumpe ihn mit Schmerztabletten voll. Ich überweise ihn in eine psychosomatische Spezialklinik oder ich zeige ihm, wie er seine Atmung beruhigen kann und empfehle zur Entspannung autogenes Training zu Hause. Das ist das, was ich jetzt einfach mal auswähle. Und wir sehen, oha, gegen Abend verstirbt der Patient. Herzliches Beileid. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin frustriert, ich möchte wissen, was da schiefgelaufen ist und gehe direkt zum Autopsiebericht, also zur Auflösung. Aber ich könnte aber auch sagen, in Wirklichkeit ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ich versuche das einfach nochmal mit dem nächsten Patienten, der dieselben Symptome hat. Zurück zum Start. Was haben wir denn jetzt schon gelernt? Wir haben gelernt, dass ich den Patienten nicht einfach nach Hause schicken kann, kommen Sie morgen wieder oder gehen Sie nächste Woche in die Spezialklinik, sondern ich darf ihn gar nicht erst gehen lassen, sonst stirbt er noch im Laufe des Tages. Es muss also etwas Ernsteres sein und darauf muss ich mich einstellen. Jetzt gehen wir einfach mal in die Gallenkolik rein. So, ich ordere Stuhl, Urin und Blutproben an und die Laborwerte treffen leider erst morgen ein. Das wird zu spät sein, das weiß ich jetzt schon. Verzicht auf fettreiches Essen, Wärmflasche und Wickel ist auch etwas, was zu Hause über längere Zeit gemacht wird. Das wird auch nicht funktionieren. Das sind wieder die Schmerztabletten und ein Internist, der hat sicher auch nicht heute noch Zeit. Man könnte jetzt einfach mal eine physische Abtastung machen und einen Ultraschall, aber die Befunde sind negativ. Jetzt kann ich also immer noch Schmerztabletten verabreichen. Oder eben psychosomatische Beschwerden werden wir nicht mehr aussuchen, weil die alle nicht zu dem plötzlichen Tod passen, den wir schon erlebt haben. Jetzt könnte ich sagen, ich versuche es mit mal Einriss der Aorta. Das wäre auf jeden Fall etwas, was im Brustbereich sehr schmerzhaft sein könnte. Oder ist etwas falsch verdrahtet? Wir haben bereits ein MRT gemacht, da muss ich nochmal ran. Da gibt es jedenfalls, ich gehe mal auf die eigentlich gemeinte Seite, eine Blutuntersuchung machen lassen. Das könnte ich jetzt tun. Das Blutbild ist aber unauffällig. Solange ich den Patienten nicht nach Hause schicke, habe ich ja wahrscheinlich noch etwas Zeit. Ich könnte sagen, eine MRT, um zu sehen, ob die Aorta in Ordnung ist. Das zeigt auch keine Auffälligkeiten. Eine Ultraschallkardiografie oder ein CT. Das Ultraschall zeigt auch keine Auffälligkeiten der Aorta, aber eine Wandbewegungsstörung eines Herzmuskels. Jetzt könnte der Mediziner, man muss schon einigermaßen medizinische Kenntnisse haben, um das entschlüsseln zu können, sagen, oha, das sieht mir doch nach Herzinfarkt aus. Und zum Beispiel dahingehend seine Diagnose ändern.
Das machen wir jetzt mal. Und jetzt kann ich also wieder eine Blutuntersuchung machen, diesmal um nach Biomarkern zu suchen. Das ist auch tatsächlich etwas, was gemacht wird. Aber es gibt keine Biomarker. Das könnte allerdings daran liegen, dass es dafür zu früh ist. Die treten erst einige Stunden nach Beginn der Beschwerden auf. Jetzt könnte ich ja sagen, ich mache eine Herzdruckmassage, um die Verstopfung des Herzgefäßes zu lösen. Der Patient stöhnt und wehrt sich. Er fragt sich, ob man diese Technik nicht nur bei bewusstlosen Patienten anwendet, wo also das Kreislaufsystem zusammengebrochen ist. Da hat er leider recht, aber ich sage ihm, ich bin der Arzt und nicht er. Ich starte meinen Computer, um mich im Internet über das Problem zu informieren. Jetzt wird's ein bisschen, geht's hier ein bisschen in Richtung komisch. Studieren ist immer eine gute Idee, aber Ihr Patient kann nicht warten, bis Sie damit fertig sind. Bitte treffen Sie jetzt eine Entscheidung. Und dann könnte ich sagen, Moment, ich habe es gefunden im Internet. Hier steht, ich soll ein Elektrokardiogramm machen. Das mache ich jetzt. Ja, das EKG zeigt ST-Streckenhebungen und überhöhte T-Wellen. Wir gehen jetzt nicht weiter in die Medizin rein. Das ist auf jeden Fall tatsächlich ein klarer Befund, der in Richtung Herzinfarkt deutet. Und jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn ich annehme, es ist ein Herzinfarkt? Ich könnte ihn weiter unter Beobachtung durch das EKG lassen. Ich könnte ihm Medikamente geben und ihn nach Hause schicken. Das wird wieder nicht funktionieren. Und ich könnte eine Primär-PTCA machen, das heißt eine mechanische Öffnung und Weitung des Herzgefäßes, das betroffen ist, und einen Herzkatheter einsetzen. Das ist tatsächlich dann, wir machen es jetzt kurz, auch die richtige Therapie. Und wir haben den Patienten dieses Mal gerettet. Bravo. Ja, das ist das Ende der Simulation. Man hätte jetzt natürlich noch viele Umwege gehen können. Ich habe extra ein paar Umwege gezeigt. Ja, das ist natürlich für Leute gedacht, die mit Medizin schon in Kontakt gekommen sind und sich unter diesen ganzen Begriffen etwas vorstellen können. Ausgewachsene Mediziner werden sicherlich das sehr schnell in die richtige Richtung auswerten und dann auch sehr schnell an dieser Stelle landen. Also wahrscheinlich eher, naja, für Hobbymediziner oder für Leute, die vielleicht noch in einem früheren Semester Medizin studieren. Aber es geht ja jetzt auch nicht um diese Übung, sondern um die Frage, was kann man damit machen? Das kann man sicherlich auch auf andere Kontexte übertragen und das wäre ja auch genau eine Aufgabe für Sie, wenn Sie das interessiert. Was kann ich damit machen? Also zum Beispiel habe ich von einem Kollegen gehört, man könnte das auch für ein Fußballspiel nehmen und sagen, hier, was weiß ich, Spieler XY bricht sich das Bein. Was tun Sie als Trainer? Ich schicke den sowieso rein. Und dann, was geben Sie ihm mit an Hinweisen, wie er spielen soll und so weiter. Also da könnte man vielleicht auch sowas mit aufbauen und sicher auch noch mit anderen Themen. Ja, und jetzt ist es an Ihnen, dazu Fragen zu stellen oder Ideen zu entwickeln, wie man das alles noch viel besser machen kann und was man auch sonst noch tun könnte, um solche Zwecke anzusteuern, die ich hier erwähnt habe. Ich bin jetzt, ach so, hier haben wir nochmal den Autopsiebericht als Auflösung für die Leute, die irgendwann den Mut verloren haben. Ja, damit wären wir am Ende meiner Präsentation und ich gebe dann zurück an die PowerPoint-Präsentation. Fragen, Wünsche und Kommentare zum Thema.